Meine Damen und Herren, machen wir weiter mit dem zweiten Kampf des Abends. Es wird ebenfalls ein K1-Kampf sein und unser letzter K1-Kampf des Abends. Also lasst uns die Show genießen. Rufen wir aus der roten Ecke Hüseyin Halimi! Crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Sein Gegenüber aus der blauen Ecke, macht mal Lärm für Idris Ismail! Look at me go, look at me flex. This not a plane, more like a jet. I heard the song, we ain't impressed. Then she heard me, now she undressed. To make it all worse, I gotta check. You want a verse, double the check. I wanted this, then I got this. When I want that, I'ma get that. This how I look when you threaten and kill it. I gave a warning and they didn't listen. I'm at a ceiling, that's independent. She in the feelings and that's when they finish. I've been around in your cities and states. I taken down on your biddies today. I wanna cry for the busiest days. You just a clown with your middle. Meine Damen und Herren, aus der roten Ecke. Der Kämpfer ist 25 Jahre alt, 1,69 Meter groß und hat sich heute mit 67 Kilogramm eingewogen. Es ist sein Debüt bei No Mercy Fights. Einen großen Applaus für Hüseyin Halimi! Sein Kontrahent aus der blauen Ecke. Er ist 24 Jahre jung, 1,71 Meter groß und hat sich heute mit 71 Kilogramm eingewogen. Es ist ebenfalls sein Debüt bei No Mercy Fights. Einen großen Applaus für Idris Ismail! Ende der ersten Runde.
Ende der zweiten Runde. Meine Damen und Herren, leider ist der Kampf nicht so verlaufen, wie beide Kämpfer es haben wollten. Wir haben einen Gewinner durch Disqualifikation aus der roten Ecke, Hüseyin Halili.